Ja, herzlich willkommen, Jungs, zum 2 gegen 2 Vlog aus Nürnberg oder was halt in Nürnberg stattfindet. Es ist ein bisschen schwer nach so einer Nacht, nach diesem Ereignis in München, was da krasses passiert ist, da wieder zur Normalität zurückzufinden. Aber ich finde, man sollte sich halt dadurch nicht unterkriegen lassen. Ne? Man sollte normal weiterleben können. Und von daher gibt es heute ein 2 gegen 2 Vlog. Man, es muss ja weitergehen irgendwann. Und es ist zwar schade, was passiert, aber ja, man muss halt immer denken, es hätte jeden treffen können. Aber lassen wir das jetzt mal sein. Es ist schade, man kann es nicht mehr ändern. Zurück zu FIFA, zurück zum 2 gegen 2, zurück zu Berus und ich auf dem 2 gegen 2 Turnier in Nürnberg. Das heißt, ich fahre gerade hundsmüde nach Nürnberg, ist ja fast meine Heimat. Nee, ne, also habe ich ein Heimspiel. Mit Daniel Botenko ist auch da, Danny Fink, wer ist noch da? Ja, ich weiß bloß von Danny Fink und Daniel Botenko, die beide im 2 gegen 2 auch mitspielen werden mit unterschiedlichen Teams. Das heißt, let's go, ich habe mich diesmal angeschnallt. Ja, ich habe mich letztes Mal auch angeschnallt, das hat bloß ausgeschaut, das waren bloß schlechte Lichteffekte. Das heißt, Jungs, auf geht's, Nürnberg 2 gegen 2. Das letzte Mal ist sehr gut angekommen, das Vlog aus München. Deswegen wird es gleich ein weiteres geben, 2 gegen 2. Let's go. So. Cut. So, zurück in Nürnberg. Was schaust du so, Berus? Angekommen, schön bei McDonald's grad. Ja, wer ist alles da? Danny Fink ist da, Bubu ist da, das war's eigentlich. Also es schaut eigentlich ziemlich low aus an einem Teilnehmerfeld. Ich rede jetzt von der Anzahl eigentlich, weil Anzahl, ich habe jetzt eigentlich bloß 30, 40, 50 Leute gesehen, das war's eigentlich. Ich habe mir eigentlich da mehr vorgestellt und von daher hoffentlich werden dann die Preise nicht so weit runtergehen. Das heißt, wir schauen jetzt in die Gruppenphase in einer Fünfergruppe. Ja, ist ein 1-0 Zeitspiel. Das heißt, let's go in die Gruppenphase. Haut rein. So, Gruppenphase, erstes Spiel ist vorbei. Wir haben gerade gleich mal gegen übelst die Tryhard-Typen gespielt. Die haben jetzt 3 Spiele hintereinander gehabt. Ne, wir haben jetzt das zweite gegen die gehabt. Ja, Mann, ey, ja, Mann. Hier ist die Fernstraße. Das erste Spiel haben sie 5-0 verloren, haben gleich übelst hart geraged und haben dann gegen uns gespielt und haben dann 4-0 bekommen. Haben wieder übelst hart geraged, haben halt die Controller durch die Luft geschmissen, haben uns als Hurensohne bezeichnet. Jawohl, nicht so die feine Art, aber alles ist Gruppenspiel vorbei. Schaut ganz gut aus, eigentlich Kick Arena heißt es. Oder wie heißt es? Kickfabrik heißt es in Nürnberg. 2 gegen 2, erstes Spiel vorbei. 4-0, 3 Punkte. Yes! Ja, wenn du jetzt gerade am Spielen, was läuft? Bist du 5-0 vorne oder hinten? Hinten. Vorne natürlich. Was jetzt? Hinten. Deine ist nach vorne, deine ist nach hinten? Hinten. Oh. Okay, ist 5-0 hinten. Nach 20 Minuten. Läuft nicht so. Berus, wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Auch gut, wir machen jetzt das zweite Spiel. Let's go. Surprise, motherfucker! So ging das zweite Spiel aus. 3 Tore für Barca, 10 Real Madrid, 7-1. So muss es laufen. Zweites Grundspiel, taugt. Thank you.
keine Ruhe. Hey Dominik, erzähl mal einen Witz. Erzähl mal einen Witz. Was für ein Witz war das? Erzähl mal einen Witz. Axel ist hübsch. Alter, wie er austeilt, der Dude. Wie er austeilt. Hat er sich extra eine Cam gekauft? Ja, Mann, habe ich von Bub Gaming gesponsert bekommen. Ey, ist die gute Cam? Das ist die gute Cam, ja. Das ist die gute von Schwartau. Ja? Ja, Mann. Axel Wattenstedter, coolster Typ aus dem Würzburger Landkreis. Ja, Mann. Für der Dude. Der Typ. Und, ja. Und hier sehen wir einen Bub. Bis dann. Haut rein, ich bin euer Dominik von der Ficke. Es ist eine Ehre für diese Stadt, diesen Verein und den besten Spieler Deutschlands zu spielen. Möge all dies immer bewahrt werden und das Spiel FIFA niemals untergehen. So Jungs, das Turnier ist vorbei. Also wir haben, ich weiß nicht, wann ich den letzten Aufnahmepunkt gemacht habe, ich glaube nach der Gruppenphase. Wir haben das erste Spiel nach der Gruppenphase, haben wir 5 Chancen gehabt. In den 90 Minuten, Gegner keine einzige und es steht 0-0. In der Verlängerung haben wir es dann zum Glück mit 1-0 für uns entscheiden können und haben dann ja ein bisschen langsamer gespielt und da gab es noch übel Hackmeck, dass das ein Zeitspiel war und so. Und ja, das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Dann ging es gegen Bubu, gegen Butchenko im Viertelfinale, wird dann danach gegen Danny Fink antreten, wenn wir das gewinnen. Und haben, das Spiel ging so los, wir haben in der 5 Minute 1-0 geführt. Wir sind schon mal richtig gut drauf gewesen, kriegen dann in der 30. und ungefähr 60. Minute das 2-1, also das 1-2 für uns. Hab dann schon gedacht, ja, das wird jetzt richtig schwer gegen Bubu dann noch Kiste zu machen, haben dann noch einen Ausgleich geschossen. Konnten dann durch eine bisschen glückliche Aktion dann in der 90. Minute in der Abwehr dann noch uns in die Verlängerung einretten. Haben dann in der Verlängerung in der 110. Minute das 3-2 geschossen, einwandfreies Tor, super rausgespielt. Und haben dann gedacht, naja, das verteidigen wir jetzt raus, aber... Ja, wie FIFA es wollte, ich zeige euch mal das Tor, was passiert ist. Die Möglichkeit, der Schießer. Ja, dann wieder noch so ein Ding, kriege ich mal im Viertelfinale das 3-3. Also kurz vor Schluss 3-3. Das ist sehr, sehr bitter. Und dann ging es auf jeden Fall ins Elfmeterschießen, weil wir kurz vor Schluss natürlich noch das Tor bekommen haben. Und wie es kommen musste, haben wir im Elfmeterschießen dann mal 2 der ersten 3 verkackt. Ja, nochmal raus. Viertelfinale wieder extrem bitter. Und wieder kurz vor den Preisen gescheitert. Jungs, sehr schade, aber ich reg mich heute gar nicht mehr auf, weil Hubo Butchenko, dem gönn ich's einfach, der ist einfach mega korrekt. Guter Mann, das ist halt einfach FIFA. Ich will nicht auch ragen, weil wir wissen alle, dass da viel Glück mit reinkommt. Wir hatten auch ein oder zweimal Glück in der Gruppenphase oder in der ersten K.O.-Runde. Von daher, was willst du machen? Was willst du machen? Dankeschön fürs Zuschauen, Jungs. War ein lustiges Turnierchen. Macht's gut und Servus.